Und wir machen direkt am Pauschenpferd weiter. Für Taipei, Chi Kai Li ist der nächste Toner. 22 Jahre jung. Bei den Olympischen Spielen war er 2016 dabei gewesen. Und nun am Pauschenpferd hier beim 43. Turnier der Meister aus Cottbus. Auch er mit den Rundspreizen in verschiedensten Varianten. Bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr wurde er Dritter am Pauschenpferd, also auch er mit einer WM-Medaille dekoriert. Und ja, hier sieht man auch warum. Klasse Übung. Jetzt kommt nur noch der Abgang. Nicht nur ein Jubelsturm vom Trainer, sondern die ganze Halle explodiert aufgrund der klasse Übung von Chi Kai Li. Ja, WM-Bronze an diesem Gerät. Riesengroßer Erfolg. Und hier heute, jetzt dürfen wir gespannt sein, wie weit das nach vorne geht. Hier nochmal die Zeitlupeneinstellung. Sehr, sehr tolle Übung hier. Drittplatzierter dieses Jahr bei der WM. Auch er mit dieser Handschuhvariante des Rundspreizens und wieder runter Kaulanze. Sehr gut aufgelöst, sehr gut im Rhythmus geblieben, vor allen Dingen. Oftmals ist man ja so eine Unterbrechung, aber bei ihm überhaupt nicht. Auch er mit diesem Rundspreizen, tolles Flachen, in allen Variationen hier, das Wandern vorwärts nochmal. Gefolgt von Wandern rückwärts. Alles im Rundspreizen. Dann wieder aufgebauschen und vorbereitet im Abgang im Sprung hoch. Ja, das ist schon voll anzuschauen natürlich. Da muss er ganz schön bremsen natürlich noch. Ja, da wollte ich Sie mal mit der Zeitlupeneinstellung allein lassen. Hier sehen Sie die Emotionen beim Trainer und beim Sportler. Also, ja, auch zu Recht natürlich aufgrund der tollen Übung. Große Freude. Ja, sehr glücklich. Das ist ein Grind-Ecke und ich denke, das wird wieder die Kiss-Ecke werden. Jetzt dürfen wir nur noch gespannt sein, welche Punktzahl die Kampfrichter hier ermitteln. Ja, hier nochmal Studien. Hoch in den Handstand, das Mitdrehen. Abgang natürlich dann der älter Pass nach hinten. Ja, wir haben schon gesehen, wie der Trainer sich freut. Und er jetzt auch. Er ja, steht halt wirklich über den Dingen hier mit seiner Fertigung, mit meiner Fertigung. Also von der Kondition her und so. Also ein bisschen, glaube ich, sieht immer leicht aus, nicht gewogen oder irgendwie rumgequält. Wir haben noch zwei Tonerinnen am Sprung. Aber jetzt warten wir noch auf die Wertung von Chai Kai Li. Die Träne beim, oder die Freude beim Trainer zurecht. 15,508 Punkten, Platz 1. 6,5 in der Schwierigkeit und dazu eine 9,008 in der Ausführung. Also die sauberste Pauschenpferdübung auch bislang.